Jo, Freunde, ein neuer Tag. Ich glaube, ihr wisst genau, was das bedeutet. Nämlich eine neue Folge vom Fortnite Shop. Den gibt es ja zufälligerweise jeden Tag. Außerdem bin ich jetzt wieder jeden Tag am Stream. Geniale Überleitung. Heute wahrscheinlich wieder am Nachmittag. Ich teste gerade so ein bisschen Streamingzeiten rum. Ich denke mal so 13, 14, 15 Uhr werde ich wieder anfangen zu streamen auf Twitch. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum heutigen Fortnite Shop. Ich habe leider schon draufgeklickt, aber ich weiß noch nicht genau, was richtig drin ist. Mal gucken. Und zwar, oh, okay, Atlantis-Fischstäbchen und ein neuer Skin. Und zwar, wir gucken erstmal hier, was das hier ist. Die passende Hacke schaut crazy aus. Flock und Stalker. Das ist, glaube ich, die erste Hacke, also die erste doppelhändige Hacke, die nicht zweimal die gleiche Sache hat, oder? Gibt es irgendeine andere? Ich glaube nicht. Die hat einfach zwei verschiedene Dinge in der Hand, was ich ziemlich geil finde. Weil sonst ist immer nur zweimal eine Axt und in dem Fall sind es einfach zwei verschiedene. Finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir. Und dazu auch ein neuer Skin. Oder der ist doch neu, oder? Und der hat sogar zwei verschiedene Styles. Wir können es mal ganz kurz anschauen. Einmal Standard und einmal ohne Hut. Ich finde sogar ohne Hut schaut sie deutlich cooler aus. Also ohne Hut gefällt sie mir richtig gut. Ich hasse das eigentlich, wenn sie hier so Waffen an der Seite dran hat. Das finde ich nicht so geil. Backpack, ja, ist in Ordnung. Aber sonst, Skin schaut actually ganz, ganz cool aus. Also für 1-2... Kein schlechtes neues Set. Dann Zero mit diesem schwarzen Loch auf dem Rücken. Was waren das für Zeiten, als wir damals dieses schwarze Loch anschauen mussten. Und die sehr, sehr geile ewige Nullpunktlackierung. Dann noch das Atlantis-Fischstäbchen. Finde ich ziemlich unnötig, dass das ein komplett neuer Skin ist. Man muss sich den komplett neu kaufen und nicht einfach nur ein Style vom normalen Fischstäbchen. Jetzt nochmal 1200 V-Bucks bin ich nicht bereit, dafür nochmal auszugeben. Da hole ich mir lieber den normalen mit den verschiedenen Styles. Hier Fischstäbchen gibt es auch noch als Hacke. Falls ihr euch heute irgendwas holt, entweder den neuen Skin oder irgendwas anderes, benutzt auch gerne den Credit Code Snoxy. Alle 14 Tage muss man das nämlich neu eintragen, also schaut gerne mal nach. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Und dann haben wir hier den Castor drin. Oh, warte, der hat ja verschiedene Styles bekommen, oder? Mal gucken. 1, 2 und ich glaube, das letzte ist die Eis-Variante. Das ist die Nummer 3 und der Backpack ebenfalls. Dann der Focus-Skin, sehr, sehr geiler Skin, Leute. Falls ihr den nicht habt, holt ihn euch. Ihr werdet es nicht bereuen, ist einer der coolsten Skins meiner Meinung nach in Fortnite. Dann, puh, für 200 V-Bucks cooler Emote. Zaubermacht, ja, ist in Ordnung. Geschmeidige Moves mit einem coolen Song. Die Musik ist nice. Genau, und dann noch Pausevergnügen, ein bisschen Hacky-Sack spielen. Sie kann das sogar actually ziemlich gut hier. Also ich glaube, ich kann das persönlich nicht so gut. Für 200 V-Bucks-Emote auf jeden Fall in Ordnung. Und die Sachen der letzten Tage sind immer noch drin, kann man sich immer noch kaufen. Jo, das ist der Shop von heute. Falls ihr nicht verpassen wollt, was morgen so schönes im Shop drin ist, dann auf jeden Fall diesen Kanal hier schnell mal abonnieren. Und wie gesagt, gerne auch meinen Credit Code Snoxy eintragen. Und dann sehen wir uns nachher im Stream. Ich werde am Nachmittag wieder streamen. Falls ihr Bock habt, schaut also mal auf Twitch vorbei. Kommt gerne in den Stream. Wir werden heute ein paar coole Themen besprechen. Also ja, schaut gerne mal nachher rein. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis nachher. Tschüss!